Guten Abend und willkommen zum Satsang. Wow. Schön, euch zu sehen. Was für ein mysteriöses Zusammentreffen. Mit einem Blick ist zu erkennen, die Crew ist in der Überzahl heute. Soll daran nun jetzt irgendwas verkehrt sein oder irgendwas nicht so, wie es sollte? Willkommen. Oh. Ich kann auf keinen Fall was entdecken, was verkehrt wäre oder nicht so, wie es sollte. Auch nicht in den etwas unidealen Situationen. Über uns Disco, Musik und Stampfen ab und zu. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht dagegen anmeditieren oder dagegen an in Frieden sein. Gerade solche Umstände, solche scheinbar völlig unpassenden Umstände sind so tolle Einladungen, einfach so zu sein, hier so sein, genauso wie es ist. Nicht anstatt dessen was anderes, nicht dagegen anmeditieren, nicht trotzdem so und so sein, sondern einfach wie es ist. Und wenn nichts anderes mehr hilft, dann mitschunkeln. Ich wünsche mir für mich und für euch, dass ihr heute Abend hier nichts macht. Kann sein, der Mind sagt sofort im Hintergrund, ja, möchte ich so gern, wie geht denn nichts machen? Da ist keine Antwort auf die Wie-Frage. Vor ein paar Tagen, da rief jemand an, hier aus der Kölner Gegend und dankte für all die tollen Dinge, die durch Satsang, durch Adima gekommen wären. Und dann kam, aber ich mache jetzt mal was anderes. Ich mache jetzt keinen Satsang mehr. Okay. Es kann passieren und es passiert, auch das ist unvermeidlich, dass zunächst mal in dem großen Angebot all der Sachen, die man machen kann, da ist auch Satsang, immer mehr Satsangs. Klar. Und zunächst treten wir dazu in Beziehung wie zu allem anderen, dass wir konsumieren können. Der Mind kann sowieso nicht anders. Der kann nur konsumieren. Er konsumiert auch die Wahrheit. Das
Satsang-Worte, Satsang-Zustände. Immer in der Hoffnung, es gäbe was zu machen. Immer in der Hoffnung, dass hinten oder an irgendeinem vorgestellten Ende besser, anders, schöner rauskommen soll. Dass das rauskommen könnte. Die Wahrheit ist, dieses Ende gibt es nicht. Das gibt es schon mal sowieso nicht. Das Einzige, was es gibt, ist jetzt. Hier jetzt. Und da ist echt nichts zu machen. Es geht hier nicht ums Nichtmachen und nicht mal ums Lassen. Es geht tatsächlich um nichts. Und das ist nicht das Gegenteil von etwas oder das Gegenteil von allem. Dieses Nichts ist ganz einfach unvorstellbar. Deswegen macht euch keine Gedanken darüber. Denn die Gedanken gehen genau nur bis zu der Grenze, wo das Nichts das Gegenteil von etwas ist. Wo die Stille das Gegenteil ist von Lärm oder Bewegung. Und doch ist die Stille das Nichts, für die wir hier sind, ist tiefer als alle Unterschiede. Und tiefer als alle Unterscheidbarkeiten. Und das ist die Schwelle, an der der Mind nicht mitkommt. Das ist nichts für den Mind. Das ist nichts zum Verstehen. Egal wie schön es sich anhört. Ich höre oft solche Einleitungssätze wie: Ja, wenn ich denn das reine, ungeteilte Bewusstsein bin, wieso soll ich denn dann noch zum Satsang gehen oder sonst was? Wenn ich denn das reine, ungeteilte Bewusstsein bin, ist das deine Entdeckung oder hast du es nur gelesen oder gehört? Das sind tolle Worte. Du bist das reine, ungeteilte, eine Bewusstsein. Und ja, da ist eine Resonanz in uns allen. Und oft höre ich die Antwort von Freunden: Ja, hauptsächlich habe ich es nur gelesen oder gehört, aber manchmal weiß ich das. Okay, ja, manchmal weißt du es. Gut. Und der ganze Rest, der manchmal umgibt, das ist die Einladung, hier zu sein. In dem ganzen Rest, der manchmal umgibt, scheinbar noch, da ist dein Job, hier jetzt so zu sein, darin innezuhalten. In dem Rest, der manchmal umgibt, nicht an manchmal zu denken. Nicht drüber nachzudenken, wie toll der Zustand letzte Mal im Satsang war. Oder das Aha-Erlebnis neulich nachts, etc. In dem Rest, der diese manchmals umgibt, und eigentlich weiß ich es doch, unbehindert, ohne Zugriff auf vergangene Erkenntnisse und ohne Zugriff auf Urteil, Vergleich und Erwartung. Wie ein Kind. Einfach hier sein, genau in dem, was ist, wie es ist. Und dann zeigt sich von allein, was bedeutet eigentlich die Quelle hinter diesen Worten, aus der die Worte kommen. Aber in dem Augenblick, in dem es Worte werden, sind sie so begrenzt. Es sind nur begrenzte kleine Vehikel. Was bedeutet eigentlich ich bin? Ich bin das. In Worten
sind es noch immer 2 oder 3 Worte zu viel. Objekte, mit denen der Mind glaubt, irgendwas noch anfangen zu können. Und doch nur leere Vehikel. Was transportieren Sie? Sie transportieren nicht vorrangig die Bedeutung Ihres Inhalts. Wir transportieren die Möglichkeit, dass du vollständig innehältst, 100% stoppst, einfach hier, so, jetzt. Kein Beziehen auf Vergangenes, kein Befürchten über Zukünftiges. Kein Trivialisieren und kein Glorifizieren. Keine Vorstellung. Und die gute Nachricht ist, all das musst du nicht machen und kannst du nicht machen. Hier gibt es nichts zu machen und nichts zu lassen. Beides nicht. Und tatsächlich ist das einfach. Die Einfachheit wird überlagert, verdeckt, verkompliziert durch alle Ideen vom Anderssein, besser, schöner, spirituelle Ambitionen und dergleichen. Einfach das, wie du bist, genau jetzt so, in diesem Moment, das heißt auch in jedem Moment. Habt ihr Fragen oder Berichte? Wie ist das bei euch, dieses tägliche Leben als Mensch mit der Liebe zur Wahrheit, mit dem Zusammensein in Wahrheit, mit Satsang? Willst du es wirklich wissen? Ja! Vorne oder von hier? Ja, magst du kommen. Das ist so eine Freude für alle. Jeden zu sehen, der mitteilt. Hallo. Hallo. Ja, der völlige Wahnsinn. Da ist kein Leben mehr. Und da ist kein nichts, was zu greifen ist. Da ist kein Leben mehr. Da ist alles Leben. Nicht mein Leben. Ah, das. Okay. Und wenn das doch da ist, dann ist das so zum Durchdrehen, dann schmoren die Sicherungen ganz durch. Da ist auch keine Liebe zur Wahrheit oder all das. Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber auf fast allen erdenklichen Ebenen ist es, als hätte die Bombe eingeschlagen. Und das ging bis zu lebensbedrohlichen Situationen, wiederholt. Also jetzt für das Physische, im Körper sein und existenzielle Sachen und so weiter. Und manche Leute sprechen ja von dieser Synchronizität. Und wenn es so, ich habe ja früher sowas auch erlebt, so ein Fluss, ein Gedanke und alles arbeitet zusammen damit. Flup, flup, flup. Und das kannst du dir genau das vorstellen, ja. Aber umgekehrt. Und zwar mit allem. Ja. Und zwar so, dass jeder Gedanke so ad absurdum geführt wird, jedes Gefühl, wenn noch eine Meinung kommt über was, ein Gedanke, sich dreimal um sich selbst dreht und in sich verknotet, bis da nichts davon übrig bleibt. Oder halt ein Kuddelmuddel, den du einfach nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja. Beziehungsweise wer nimmt was ernst? Da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Das hört sich an wie komplettes Entlernen.
Das ist so wie jede Zelle wird einmal umgestülpt. Wenn du von Zellen sprichst, auf rein physischer Ebene, abgesehen davon, dass dieser Körper noch nie wirklich Gesundheit kannte, es fühlt sich an, als wären wirklich Explosionen in jeder einzelnen Zelle. Mhm. Ich meine, irgendwie scheint er doch noch zusammenzuhängen. Ich bin echt erstaunt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was im nächsten Moment kommt. Und ich bin auch auf alles gefasst. Und ja, was für ein Segen, nicht mehr zu sagen können, mein Leben. Was für ein Segen. Ja. Wunderbar. Und was für ein Geschenk. Klar, wenn die Dinge alle zusammenpassen und auch noch unserer Vorstellung entsprechen, dann nennen wir das glorreiche Synchronizität. Man denkt, man ist ja spirituell so weit und deswegen passiert es. Ach, und das Schönste und das Hilfreichste und Beste, was dann geschehen kann, ist die Umkehrung, das scheinbare Gegenteil. Ja? Denn die Stimmigkeiten, die mit unseren Vorstellungen übereingestimmt haben, die haben das Ego noch so aufgehört. Die führen noch weiter in die Irre, um noch tiefer hier ankommen zu können. Mhm. Sobald erkannt ist, ach, das ist gar nicht von Bedeutung. Genau, da kommen aber diese Sinnfragen, dann denkt man, ja, das bedeutet das. Und immer irgendwie, also bei mir zumindest, ist dann so eine Instanz, habe ich es also doch richtig gemacht oder nicht. Ja. Und all das gibt es nicht, das ist alles ein Schmarrn. Aber das ist ein Terror. Der Terror von der Interpretation spiritueller und meditativer Zustände ist auf der anderen Seite, ich darf nicht Mensch sein. Ich darf so eine Emotion nicht mehr fühlen, da sollten keine Tränen kommen oder ist Ärger am falschen Platz. Ja? Das ist die Kehrseite und die erfahren wir, solange wir unterwegs sind mit der Idee von besser, anders, schöner. Oder von ich und meinem Leben. Und zumindest bei mir ist da immer anscheinend unterschwellig diese Existenzfrage, darf ich sein oder nicht sein? Aha, Beweis, siehst du, bitte ist immer alles falsch. Ne? Und das jetzt auf subtilen Ebenen, also über Gefühle oder so. Und was sagt dir das, wenn all das, was in, das ist ja dein Katalog von sollte nicht sein, was sagt es dir, dass es alles trotzdem auftaucht? Verstehe ich jetzt nicht, was es mir sagt. Machst du die Zustände, die Empfindungen, die da erscheinen? Absolut nicht, aber anscheinend ist hier ein eingebauter Apparat, der es auf seine individuelle Weise liest. Ich habe da schon das Gefühl, dass viele Sachen kommun sind mit den meisten, aber einige sind schon sehr individuell, die Prägungen. Ja. Aber es ist so langweilig, weil es ist immer das Gleiche. Und selbst das spielt keine Rolle, dass das Kommunsein mit den meisten anderen meins ist genauso bedeutungslos wie die sogenannten individuellen Sachen. Was das gemeinsam hat, ist eine vereinbarte Werteskala. Die geht von richtig nach falsch, von gut nach schlecht etc. Die wird gar nicht erst erwähnt, weder mit anderen noch im eigenen Mind. Trotzdem ist sie da. Ein Ereignis geschieht und wird automatisch platziert auf dieser Werteskala. Das sind subtilere Vorgänge, die sich jetzt entblößen. Und da sind Muster in der Tiefe, die sind echt der Wahnsinn. Ich meine, ich wusste das früher schon und ich bin froh, dass ich viele Situationen so überlebt habe und habe dann daran gearbeitet, in der Tiefe, dieses existenzielle Thema, darf ich sein oder nicht, Leben, Tod. Jetzt ist das wie ein Geysir und er kommt so vehement hoch. Und wenn in dem Moment diesem fiktiven Ich geglaubt wird, dann gnade mir Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Bis jetzt hast du eine Menge Gnade erfahren. Ne? Es ist eigentlich alles Gnade, bloß in dem Moment erscheint es mir dann nicht so. Und dann kommt was in mir hoch, das ist, ich habe das früher immer diese Hybris genannt. Ich habe das Gefühl, als würde ein ganz bösartiger Schicksalsgott auf einer schwarzen Wolke über mir schweben und mit der Harpune runterstoßen. Weil es ist extrem. Pro Tag 10 bis 20 in kleinen Events oder in großen. Du kannst schon sehen, wie die von Weitem verknotet sind, damit man sich nur verheddert. Und das ist also einfach gibt es nicht. Es ist extremst kompliziert.
wenn ich ein Ziel verfolge, und das Ziel kann einfach nur sein, endlich meine Kücheneinrichtung oder so. Also Minimalziele, nach so einem halben Jahr ohne Kühlschrank. Also du kannst es dir nicht vorstellen. Carrying water from the well, cutting wood. Die alten Zen-Meister haben die Vorschläge nicht umsonst gemacht. Und ich weiß, ich kenne diese Sprüche und das hilft mir total. Ist crazy. Nur das Gewöhnliche tun und am Ende des Tages stelle ich fest, also es war sogar so, dass ich für eine Weile echt obdachlos war und so weiter. Okay. Aber ich habe ein Dach über dem Kopf, ich rede nicht mehr und es hat immer geklappt, noch mit dem Essen. Was will ich mehr? Es ist zwar nicht auf einfachen Wege wie früher, hab Hunger, mach mal was, ich esse. Oder brauch Geld, ich arbeite und so. Ich meine, man lebt wirklich einfach auch nicht vorher. Aber es ist jetzt so anders und im Grunde ist es ja auch egal, weil da passiert eine Loslösung vom Ziel. Ich sag mal, was mir gestern und heute so klar geworden ist, ich bin erst im halben Weg mit, aber ich habe das... weißt du das? Was? Mit dem halben Weg? Weil das noch so sich so ganz ungebacken anfühlt. Ich weiß nicht wirklich, aber es ist noch sehr früh, sehr rum. Okay. So, wenn ich jetzt ungebacken kann sich nur beziehen auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sofort ein Gebacken in die Zukunft projizieren und sagen, hier ist was noch nicht fertig. Mhm. Nimm das einfach nur zur Kenntnis. Ja. Wahr ist, dass du überhaupt nicht wissen kannst, halb gebacken und ganz gebacken. Ja, ja. Ja? Siehst du, wie schnell, das meine ich mit etwas ereignet sich, etwas, das ist noch nie vorher passiert sogar, und trotzdem wird das sofort vermeint auf einen bestimmten Punkt in diesen Wertigkeitsskalen gesetzt. Und dann glaubst du die Geschichte von halbgebacken. Ja, da ist noch mehr, genau. Da ist Punkt. Das ist alles Blödsinn. Aber anders. Also mit diesem Punkt, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also ich sag mal, ich spreche mal so ins Unreine. Es scheint mir so, für manche Momente, also das Ganze, das wirkt manchmal sehr, sehr kitschig. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Truman Show. Ja. Den muss ich so oft denken. Ja. Und manchmal erscheint mir das wie so eine kitschige zweidimensionale Postkarte oder so. Mhm. Und das wären das nur einzelne Fotos. Und wenn ich in einem Bild bin, das ist wie alles das, was so reell erscheint, erscheint das eigentlich schon wieder weg. Und mir scheint, als würde ein Teil von meinem Mind das zu einem zusammenhängenden Film kombinieren, dass das dann Realität ist. Und ab dem Moment erscheint dann Vergangenheit und Zukunft. Und wenn ich in nur diesem bin, und das war heute, das war irgendwie so stark, und dann merkte ich, das war eine tiefe Erkenntnis, aber die kam nicht bis zu einer gewissen Oberfläche, dass ich sie für mich hätte formulieren können, um sie jetzt zu wiederholen, weil in dem Moment, wo ich versucht habe, das zu machen, ich war wieder verloren. Und da gab es wieder die Vergangenheit, da gab es die Zukunft. Und deswegen dieses Wort ungebacken. Und was, wenn man das dem allen von Anfang bis Ende überhaupt gar keinen Namen geben müsste? Und das ist ja traurig, weil ich liebe ja dieses Story, also dieses Sharing, dieses Teilen. Okay. Früher waren es die dann dramatischen Stories, die fallen mir jetzt zum Ohren raus, aber ich liebe dieses... Und du hast sicherlich auch ein brillantes Talent dafür und gerade deswegen an der Stelle... Gibst es her? Was, wenn von diesem Moment an all die brillanten, stimmigen, wunderbaren, präzise beobachteten inneren Erforschungserkenntnisse, wenn die alle gar nicht mehr benannt werden brauchen? Und das war so ein Moment. Was dann? Dann ist so ein Gefühl von noch mehr Bedeutungslosigkeit und noch weniger Kontrolle. Ich kann die Kontrolle für wen? Da. Genau, das stimmt. Ja, für wen? Ja, für das Ich, was ich ja schnell wieder aufbaue. Ja. Und nicht mal zu spekulieren, ob mir dann noch was bleibt von der glückseligen Begeisterungsfähigkeit oder sonst was. Find's raus, wenn es alles genommen ist, wenn nichts mehr angerührt wird. Auch nicht die wahren, brillanten Worte, auch nicht die, wenn nichts mehr angerührt wird. Was ist hier? Ich glaube, das war nämlich... Nicht glauben. Also experimentieren. Was das war heute Mittag, denn ich wollte tatsächlich rausfinden, was... Absch. Ich habe jetzt was Wichtiges für mich gesehen. Was war heute Mittag? Okay, was ist jetzt hier? Bleib hier.
ist genau das Gleiche. Ja, der ja, Mann ja. will was machen, ja. um dann. Und damit ist er wieder ins Leben gerufen. Okay, und den, der das sieht, relevante, den, der das sieht, bring den nach hier. Bring ihn jetzt mal nach hier. Den, der alles sieht, das ist präzise. Und da ist ein Abstand immer noch. Ja, zum Benennen. Alles nach hier einladen. Das Erkennen von neuem Mittag. Genau, das ist ja der Punkt. Das ist der Punkt. Ja. Und das möchte ich doch gerne sagen, weil ja, da war dieses, ich will was rausfinden, wann hole ich die Vergangenheit wieder? Aber ich habe eben gemerkt, dass ich heute Mittag und jetzt das Gleiche gemacht habe, dass der meint das nämlich sagt. Ich will es rausfinden, wann. Ja, und damit hat er wieder seine Bühne. Weil wir immer auch das rausfinden wollen und erforschen. Ja. Vergesst es, weil das ist ja nur der, der dann wieder so dick wird. Der möchte eine Formel, der möchte eine Wahrheitsformel. Ja. Und das ist wieder Kontrolle. Die Erleuchtung von gestern, uninteressant. Ja. Weil sonst die ist einfach nur von neulich. Das ist einfach nur das Gefühl von absolut freier Fall und okay. null Wissen, was kommt. Ja. Und null, das ist ja auch ein Halt, auch wenn die sehr schmerzhaft und dramatisch sind, die Geschichten der Vergangenheit, es ist eine Form von Halt. Klar. Die, was und eine Messlatte, wie ich dann das jetzt wieder auswerten kann auf dieser Basis. Das letzte Rest-Ich, was sich als Beobachter ausgibt. Genau. Die Existenz garantiert. Genau. Ja. Ah. So, deswegen gar keine Benennbarkeit mehr für irgendwas. Keine Namen vergeben für Phänomene. Für die draußen nicht und für die drinnen nicht.